Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen, die im Municipal de Burua stattfinden wird. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Schauen wir doch mal auf die Startformation. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Wir spielen heute ein konventionelles 4-3-3 mit Flügelspielern. Interessante Wahl, könnte sehr spannend werden. Und jetzt geht's los. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Schiri lässt ihn da ohne Karte davonkommen. Da kann er erst mal klären. Nicht ungefährlich, Steilpass. Gehalten, da zeigt er sein Können. Jetzt der Eckball. Gefahr bereinigt. Gefährliche Szene. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und es rächt sich. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Haberer. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Oh, daneben. Verteidigt er den Ballbesitz.
Jetzt wird's gefährlich. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Sie lauern auf die Chance, aber hier kam der Vorstoß doch zu früh und das ist abseits, klar. Hat jeder gesehen, Wolf, das Timing hat nicht gestimmt, aber grundsätzlich passt diese Strategie. Es ist immer dieses Spekulieren, dass man die Abwehr überrumpeln kann. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und sie verlieren den Ball dann doch. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Was gibt er hier? Schöner Kopfball und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Ecke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Das könnte die Chance werden. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Haberer. Yannick Haberer. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Da setzt er zum Sprint an, kommt er durch. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da kommt der Konter. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Da wäre Platz auf außen. Er sucht die entscheidende Lücke. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Jetzt können sie kontern.
immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Ben Thompson. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Klasse, wie er dahin geht. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Klasse durchgesetzt. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Jetzt der Ballverlust. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Die Ecke kommt rein. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Ecke kommt in den 16er. Da ist der Ball erstmal raus. Yannick Haberer. Er macht zu. Er kann klären. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Haberer. Schön durchgesetzt. Jetzt die Chance. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung.
Jetzt die Chance. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Kurz ausgeführt. Haberer. Da geht er vorbei. Das könnte die Führung geben. Tor! Er hat damit also den Doppelpack in diesem Spiel. Klasse Leistung. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Und dann kommt der Pfiff doch noch. Freistoß. Keine Karte. Hätte ich nicht gedacht. Sah schon relativ grenzwertig aus. Diego y Mateo. Repetimos. Diego y Mateo. Os espera vuestro tío en el banco. Sie können klären. Das sieht gefährlich aus. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unverteidigten. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Und jetzt gibt es hier noch Gelb, da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Jetzt der Eckball. Nein, keine gute Befreiung hier. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Und jetzt der Schuss. Ja, wird geblockt. Günther. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Was gibt er jetzt hier? Jetzt kommt der Wechsel. Oviemuno Ejaria.
Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Er zieht ab. Nicht das Tor, nicht die endgültige Entscheidung. Ist das stark gemacht. Tolle Parade. So kurz vor Ende. Die Hoffnung lebt. Kurz gespielt. Das Dribbling nach innen. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Ballverlust. Da kommt er noch an den Ball und bringt ihn über die Latte. Sie bekommen die Chance auf den Ausgleich. Es gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Gut geklärt. Pass wird abgefangen. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen Niederlage abfinden. Das wird jetzt Analysen geben, das wird Fragen geben, woran hat es gelegen? Und ganz ehrlich, ich finde auch, es hätte anders laufen können. Ein sehr enges, ein spannendes Spiel. Diese Niederlage war nicht unbedingt verdient. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.